Nur Clown gefrühstückt? War komisch, hä? So. Also, man braucht ja wirklich vieles für Humor. Aber für dich, da braucht man keinen Clown gefrühstückt zu haben, um über dich Sprüche zu kleppen. Ja. So. Die lieferst du meistens von ganz alleine. Ja, gar nicht wahr. Hier, das FIV heißt das Ding. Jetzt müssen wir eigentlich noch Folgen schneiden. So. Es ist blöd, dass das so lange, also alles so lange dauert. Ich bin ein bisschen ungeduldig. So, ist das jetzt alles so? Ja, kann ich immer noch nicht, ne? Status ausstehend. Genau, mit mir. Ja, gut, der Factor wird sich bald melden. Alles klar. Das wird oben angezeigt. Ja, ist halt gerade ein bisschen trocken und öde, muss ich sagen. Das Warten halt. Aber nicht änderbar. So, kann ich dann. Was macht denn der überhaupt da hinten? Was guckt der da? Oh, ich hasse das, dass ich da nicht vorbeigehen kann. Guckst du dir da an, Kollege? Bonus. Ah, der guckt sich. Bonus. Nee, Bonus ist das, glaube ich, keiner, oder? Guckst du nicht? Franklin, melde dich mal, hast du was Schönes? Was kann das sein, dass du die Daten ausliest, gerade von dem Handy? Oder von dem Datenträger oder was auch immer. Das kann ja nicht alles sein. Hier, wo bist denn du gerade? Bei mir im Büro, wieso? Bei dir im Büro? Nein, hier in dem, wo der PC steht. Warum? Ja, dein PC. Ja. Kannst du mal auf der Balustrade vor deinem Büro da langlaufen, wo das, Dingsbums Fernrohr da ist? Ja, was willst du? Bist du da gerade? Ja. Okay, schade. Wieso? Na, hier oben sind so zwei Bildschirme, die halt das Büro zeigen, so als Security-Kamera, aber ist halt nur Standbild. Also schade. Ich dachte, man sieht dann hier, kann hier gucken, wie die Leute sich weiter unten bewegen. Ja, die oben, was ist jetzt hier eine Kamera? Nee, ist eine Lampe, ne? Warte mal, ich muss gerade gucken, ob ich hier eine Kamera sehe gerade. Das könnte eine sein da oben, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das so einfach ist, immer, ob die das alles so zeigen können. Ey, Kev. Ja? Kev, warte mal. Kev. Was? Was willst du? Zieh mal an meinem Finger. Ach, hau ab. So. So, dann gehen wir mal hier hoch. Was machen wir denn hier oben? Schönes. Hier siehst du es? Hier. Ja, so, dieser Überwachungsraum, ja. Ja. Und ich dachte halt, man sieht dich dann, aber das ist halt nur Standbild. Also da passiert. Ja, du musst, glaube ich, drauf gehen. Dann sieht man das, oder? Ich weiß nicht, ob man da drauf gehen kann, ob du. Doch, ich bin ja drauf, gerade. Ach so, okay. Du musst in die Kamera reingehen, dann siehst du es, glaube ich. Okay. Mach doch mal einen Kreis. Kann ich ja nicht. Kannst du dich zugreifen? Ich glaube nicht, nee. Du musst du einfach drauf gehen, mit Dreieck oder mit Kreuz rechts oder sowas ist es, glaube ich. Nö, nee, kann ich nicht, kannst nur du. Ist ja, auch dein Büro. Super. Warte mal, kann ich das nicht irgendwie. Heckenschutz, Produktionsassistenten, Warte, Stil. Ich wundere mich, dass ich dir keine. D
Dass ich dir keine Rechte geben kann, irgendwie. Jetzt würde ich dir locker die vollen Rechte geben, das ist kein Problem. Im Nachtclub ist es zum Beispiel auch, dass du zu ziemlich Bereichen Zutritt hast oder die Crew halt und Freunde Zutritt haben. Aber ich wundere das gerade. So, geht's jetzt mal weiter oder was? Oder ist das hier jetzt eine lahme Veranstaltung? Weißt du, was ich auch ein bisschen schade finde? Oh. Dass wenn du hier so jetzt hier säufst oder kiffst, ja, Ja. dass du da halt nicht so, ich fand irgendwie den Effekt bei GTA 4 geiler. Weißt du das noch, wo du dann gesoffen hast und hast du so getorkelt und wenn du im Auto gefahren bist, dann hat er immer so nach links und nach rechts gelenkt. Das fand ich irgendwie besser als dieses bisschen Echo hier, wenn du gekifft hast. Du hast leichte Aussetzer mit drin, wenn du sprichst. Also so mal so knack, es knackt so ein bisschen und du hast leichte Aussetzer in der Sprache. Ich jetzt. Ja. Also ich habe noch gar nichts. Fäng ich mit. Ja, das ist das Problem. Ich muss jetzt warten, bis der Dödel da mal fertig ist mit seinem Scheiß. Immer noch? Ja, ich komme nicht weiter. Das ist also, ja, Nein, ich ich. meine, ob ich immer noch Jetzt einen geht's guten wieder. Aussetzer habe. Jetzt geht's gerade wieder. Normalerweise hast du ja nur die Aussetzer, aber im Kopf. Ja, also so ganz, ganz leicht hast du immer noch so ein bisschen Knacken mit drin. So. Also jetzt war's mein. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. So, guck mal, Fernsehen. Haben wir denn schönes an Kanälen? Weasel News. Ah ne, schade, das geht nicht. Ich dachte, man könnte jetzt hier den Fernseher laufen lassen nebenbei. Franklin! Ja, ich bitte dies gerade ein bisschen zu. Naja, ich meine, das mit dem nebenbei laufen lassen kannst du ja nur bei was anderem. Ah, ich bitte dich gerade zu entschuldigen, Alex. Es nervt mich gerade selber, dass ich nicht weiterkomme. Oder die wir nicht weiterkommen. Dass der Olle da nicht mal anrufen kann. Wenn der irgendwann mal fertig ist, dann kann ich nämlich weitermachen. Das ist ein cooles Start für hier vorne. Und so, Money, 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 Money. Aber ich kann mal gucken, ob ich Dings. Ich muss mal neue Westen und so kaufen. Ah, okay, ich kann auch gut. Hä? Ah, ja, schön. Was denn? So. Aber ich mache mich gerade bei dir ein bisschen frisch. Aber sauber machen bitte, ja. So. Schön duschen. Ja, wie gesagt, sauber machen danach bitte. Ich möchte keine Rückstände sehen. So. Pinkelt dir nur in die Dusche. Egal, was du da drin machst, bitte, wie gesagt, sauber machen. So, kann ich ja nicht irgendwie mal. Der Westen geht nicht, oder was? Da hängen drei Westen und ich komme nicht weiter. Kann keine Westen holen. Sieht man auch mal meine Tattoos richtig, die ich meinem Charakter jetzt verpasst habe. Ich hatte ja vorher keine. Okay. Hier kann ich mich zum holen. Ich hätte ja auch schon vieles gedacht, aber dass du so versaut bist, Kev. Hä? Na, hier mit Hunden im Bett ist ja. Kommst du jetzt mit Hunden im Bett? Wie kommst du denn da jetzt drauf? Ich habe keine Ahnung, was du für komische Fantasien hast.
Lass ihn da pennen, mein Gott. Ich habe im Real Life eine Katze, die pennt auch bei mir mit dem Bett, wenn es sein muss. Das Haustier halt. Dass du auf Muschis im Bett stehst, ist doch klar. Ich habe 5 davon. So. Wenn der Herr Franklin jetzt mal irgendwann mal den Arsch hochkriegen würde und mal irgendwie mal anrufen würde, dass er fertig ist. Ach, wisst ihr was? Wir machen jetzt was anderes. Ich habe jetzt keinen Bock zu warten. Das kotzt mich, das nervt mich gerade. Diese Warterei, ich guck jetzt nochmal. Hier, Kev, komm mal her hier. Hä? Komm mal her hier. Was denn? Bist du denn? Ja? Irgendwo. Oben. Ach, du bist oben. Ich dachte, du stehst wieder in der Küche. Wenn du nichts immer zu fressen. So, was willst du jetzt von mir? Du kannst hier kostenlos Snacks auffüllen. Snacks ist immer gut. Ja, habe ich aber alles voll. Ja, ich wollte es nur sagen, dass man hier immer alles kostenlos voll machen kann. Ja, ist auch gut. Selbst ich. Das ist gut. Das ist nicht wirklich unwichtig. Dann kannst du dir sogar noch so ein Smoothie machen und so ein Früchte-Smoothie. Oh, geil. Ich kann, warte mal. Hä? Ist gleichzeitig hier. Ja, ja. Mein Charakter und ich trinken gleichzeitig Energy. Geil. Ah, ich habe auch noch 4 Stück im Kühlschrank liegen. Geh weg. Junk Energy. Wie geht der? Trinkt aus meiner Dose. Du hast meine Dose gerade genommen, die ich von vorgestern Abend noch da stehen hatte. Die ist bestimmt schon pisse warm. Aber das ist der Kick, der macht wach. Warmer Energy. Gibt nichts Geileres. Ja, wirklich. Dass du auf warme Pisse stehst, ist mir auch schon klar. Ja. Beim Fußball nur wach werden. Nicht wirklich. So. Du hast immer welche Vorstellungen von mir. Immer so falsche Vorstellungen vor allen Dingen. Ja, vor allem du redest was von der ist bestimmt schon warm wie Pisse und riechst aber selber draus. Das sagst nur du. Du hast doch gemacht. Was heißt denn hier von sagen? Was hast du gemacht? Das war eine neue Dose. Nee, das war noch die gleiche. Nee, war es nicht. Überhaupt nicht. Ich stand die ganze Zeit daneben, du Dödel. Ja, ja. So, warte. Ach Mann, Franklin, ruf mal an. So, jetzt mache ich was anderes. Ich starte jetzt mal eine andere Mission. Was war das hier? Irgendwie noch ewig und 3 Tage dauert. Und überhaupt nichts weiter machen heute machen können, außer eine halbe Stunde warten. Was haben wir denn Schönes? Wir haben alles gemacht soweit, ne? Die Standardmission. Wettgegenstände rückwärts, Gegenstandsrückführung. Ne, die haben wir gar nicht gemacht. Wir haben es wieder geschafft. Komm, wir machen was anderes. Ich habe Langeweile. So, holen wir mal ein paar Schwertgegenstände zurück. Weil bevor das jetzt hier gar nicht funktioniert. So, erstmal schöne Kippe auf deinen Teppich fallen lassen. Immer so. Ach, Alter. Das Büro ist neu. Du versaust dich wieder alles. So. Ich kann dich doch gar nicht versauen. Ist das mich nicht, das Büro. So. Ach du, was mit dem Auto? Jetzt kommt der Anruf rein. Oh. Hast du das gerade gesehen? Ohne Berührung. Nö, bei mir hast du den berührt. Wer gibt dich zum Tiki-Lala? Achso, das ist für die Mission der Anruf gewesen. Ich habe dann gedacht, jetzt kriege ich in der Mission den Anruf für die nächste schon. Und ich hoffe, dass die dann irgendwann gleich kommt. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur so ein Zwischending hier. Bevor wir einfach gar nicht weitermachen können. Alter! Der fährt natürlich gerade dann los, wenn ich da drüber fahre. Typischer NPCs, ja.
Ja, die wechseln die Spur oder stehen quer. Das ist genau das, was ich meine. Du fährst hier an und die wechseln die Spur oder ziehen in deine Linie rein, während du. Da bist du lang. So, wir sollen das Ding betreten. Ich hoffe mal, ich bin hier richtig. Laut Punkt, Ja, ja. ja, 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 ja. Finde den Safe. Das Gegner. Ich gehe mal hier. Ich geh mal hier runter. Okay. Ich hatte volle Energie und habe die Schrotflinte abgekriegt. Gott, ich hätte mich mit immer noch welche. Ja, die unten links weiter. Das ist aber gut da. Achso, auf der linken Seite steht noch eine. Oh, der war ein guter Headshot. Oh, der war gerade geil. Dachte mir, ich helfe dir da mal. Alles ist gut, das war auch nicht gar nicht so eine doofe Idee. Gut, da komme ich nicht rein, also jetzt könnte Gegner kommen. Hey, hier ist raus. Ich erinnere mich an so eine Mission mal. Gab's die nicht irgendwie mal schon bei einem anderen Spiel? Oder auch im Club rein musstest? War das so Lost and Damned? Nein, das war auch hier das Spiel, aber das war ist eine Biker-Mission, wo du da in den Lost Clubhaus rein musst. Okay. Ich hab mich, ich meine, ich wollte mich gerade sagen, ich wollte nur mich erinnern, dass ich. Warte mal. Finde die Safe-Kombination. Du hast den Safe schon gefunden, oder was? Ja, ein Safe habe ich gefunden. Ich brauche nur noch die Combo. Ja, die könnte ja oben sein in dem Raum. Genau. Entschuldigung. Ist der Mike guckt sich gut genug oder was? Was soll das Ding hier? Lass den doch nicht rumliegen. Blöd? Das ist Mucke. So groß ist der Club doch nicht. Vielleicht hat sie einer von denen dabei. Es kann natürlich sein. Warte mal gerade kurz. Es kann natürlich alles sein. Na, ja, du hast. Die lassen sie echt da oben rumliegen. Du stehst davor. Ah. Oh, Gegner. Auf einmal wieder. Typisch GTA-Logik. Ja, ich glaub, du dich mal um die Gegner? Ja, klar. Wo stehen die in dem Raum? Hier nebenan, ne? Oben. Hallo.
Hä? Hat bei dir das eine Auto auch gerade so geglitscht? Ich habe jetzt nicht auf das Auto geachtet. Da war ein Auto, das rutschte über den Boden verkehrt herum und dann war es wieder richtig rum. Okay. Da passiert manchmal. Auf was schießt du da? Einfach durch die Gegend. Dass es jetzt weitergeht mit der Hauptmission mehr oder weniger. Ich weiß auch nicht, wie viele Nebenmissionen es von jedem gibt. Schon auch Dankeschön. Nicht so viele. Hä? Schon auch nicht so viele. Keine Ahnung. So, das gab mir jetzt mal 50.000. Ja, freu dich. Ja, mache ich auch. Nein, wie gesagt, ich find's trotzdem immer noch ein bisschen blöde, dass nicht alle was kriegen. So, und jetzt würde ich gerne mal hoffen, dass es jetzt weitergeht mit den Hauptmissionen. Tagesverpflichtung 100 RP. So. Dann mach mal. Geht die mir auf die Eier? Ich ernsthaft noch? Immer noch nicht. Das ist halt blöd. Boah, Alter, wie lange braucht ihr mit dem Scheiß? Habe ich irgendwas nicht gesehen? Ich kann dir da leider nicht helfen. Ja. Okay, Franklin scheint unterwegs zu sein. Der sitzt zumindest nicht mehr in seinem Büro. Wo bist denn du? Ich schlaf hier durch die Gegend. Wo? Mittlerweile wahrscheinlich dann unter dir. Achso. Ja, wie gesagt, tut mir leid gerade, dass das echt jetzt kurz bleib, so. Bleib mal kurz stehen. Ja, was hast du vor? Warte. Ey, Franklin. Jetzt, warte. Ach, Mann. Franklin, jetzt rufst du endlich mal an. Komm, ruf an. Komm. Ja, wahrscheinlich. Aber der, wie gesagt, der scheint wohl irgendwo beschäftigt zu sein. Es kann sein, dass jetzt gleich auch mal. Ja, ich hoffe, dass es jetzt gleich mal weitergeht. Aber ich glaube, dass der mit Shop bestimmt unterwegs ist. Könnte natürlich sein. Ja, der Hund ist nicht mehr im Bett. Das heißt, er ist wahrscheinlich mit dem Hund unterwegs. Kann sein, ja.
Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass er dann jetzt gleich mal einen anruft und sagt, ja, wir können jetzt weitermachen, weil das ist jetzt sonst ein bisschen blöd, dass wir jetzt hier einfach wirklich 10 Minuten rumstehen und einfach nichts machen können, weil es einfach nicht weitergeht. Oh ja.